Ein ganz außergewöhnliches Reisemobil. Ja, das werde ich Ihnen heute vorstellen. Es ist auf MAN-Basis und man sieht es nicht alle Tage, denn dort befindet sich im Heck ein richtiger Busmotor drin, der so leise ist, dass man ihn während der Fahrt vorne überhaupt nicht hört. Ja, der Eigentümer ist Wolfgang Horsch. Ja, guten Morgen, Wolfgang. Wir drehen heute am Sonntag, den 20. September. Guten Morgen, Sven. Ja, wir haben das schon immer vorgehabt, dass wir mal eine Doku über dein Fahrzeug drehen. Du hast es schon sehr lange. Ich habe es jetzt über 13 Jahre. Ich habe das von einem Freund von mir gekauft. Die wollten das eigentlich mal ursprünglich geplant als Büromobil nutzen. Resultat war aber, es wurde nie als Büromobil genutzt, stand immer bei mir zu Hause. Und irgendwann, ich bin auch öfters damit in Urlaub gefahren. Und irgendwann kam der Tag, wo ich es dann letztendlich auch gekauft habe und auch übernommen habe. Ja, es hat was ganz Besonderes. Allein die Scheibe, die hier drin ist, das ist schon Kunstwerk, oder? Ja, gut, das ist eine MAN-Neoplan-Scheibe, die auch in vielen Wohnmobilen der älteren Generation verbaut ist. Also das ist, so selten ist die Scheibe nicht. Der Rest vom Auto ist selten. Das Auto wurde insgesamt nur 7-mal produziert und das dürfte nur einer der letzten 4 sein, den es eigentlich nur noch gibt. Der hier ist einzigartig und er wurde auch nur einmal gebaut. Der hat den großen Motor mit 320 PS und ist wie gehabt, sehr leise, weil sich der Motor im Heckbereich befindet. Also man hört da nichts außer Windgeräusche und Fahrgeräusche von den Reifen. Aber jeder, der schon mal mit einem Reisebus gefahren ist, kennt das ja. So, der ist sehr kurz, das heißt, der hat einen großen Motor drin. Der könnte jetzt auch zum Beispiel 70 Leute fahren, theoretisch. Theoretisch ja, aber das ist ein verkürztes Fahrgestell, das ist damals umgebaut worden von der Firma AK. Und jetzt ist er halt nur noch für 2 Personen. Ja, im Moment sogar alleine. Wir drehen jetzt hier auf einem ganz legendären Platz in Klüsserath. Hier trifft sich die Welt, das kann man schon sagen, oder? Das kann man jetzt so sagen. Also wenn man sich hier umschaut, es ist halb Europa vertreten von Schweden, Schweiz, Österreich, Luxemburg. Es sind aber sehr viele hier aus Deutschland da, auch sehr viele aus dem Saarland, weil wir halt relativ viel kennen. Ja, so sieht's aus. Ja, das Ding hat richtige Klappen, es hat einen Doppelboden unten drunter, wie man das kennt vom Reisebus. Ja, wie im Reisebus, der hier hat jetzt noch die Besonderheit, der hat noch eine Warmwasserheizung drin, das heißt also Warmwasser-Fußbodenheizung, auch das Bett ist mit einem Warmwasserheizsystem beheizt im Winter. Ja, der ist sehr kurz, hat riesige Reifen. Was sind das für Reifen drauf? Ja, das sind auch ganz normale Busreifen, wie so im Reisebus drauf sind, allerdings jetzt hier nur 19,5 Zoll, keine 22 Zoll. Was es auch sicher gut ist, das Auto liegt sehr tief, der ist jetzt abgelassen, der liegt ja fast auf dem Boden, so dass man nicht wie bei anderen Reisemobilen eine Treppe muss ausfahren. Hier kann man ganz gemütlich, das sehen wir nachher auf der anderen Seite, auch in das Auto einsteigen. Luftfeder hat er? Voll Luftfahrwerk vorne und hinten. Das auch mit einem Niveauausgleich ausgestattet ist, das heißt, der stellt sich von alleine gerade. Der stellt sich von alleine gerade, ja, das muss ja auch sein. Ja, hinten, da sieht man den Motor sehr schön, denn das ist ein Schmuckstück, denn der ist gebaut für 7.000, 8.000, 900.000 Kilometer, ne? Ja, der hat jetzt 330.000 Kilometer runter, aber da ist, wie du siehst, noch kein Öltropfen oder irgendwas dran. Der ist jetzt gerade mal gut eingefahren. Ist gerade mal gut eingefahren. Ja, da der vorne Verbrauch ist auch sehr wichtig, dadurch, ja, weil das Auto halt eben jetzt kürzer ist, nicht mehr das Gewicht hat. Der wiegt jetzt so, wie er hier steht, noch knapp 10,5 Tonnen. Und bei genau 100 km/h mit dem Tempomat braucht das Auto sage und schreibe, da wird sich jeder darüber wundern, aber wir können es wirklich beweisen, zwischen 13 und 13,5 Liter Diesel. Ist das hier Hydrauliköl, oder? Nein, das ist die Kühlflüssigkeit. Die Kühlflüssigkeit, ja, okay. Das Schöne ist, ich habe ja keine Ahnung, deswegen musst du mir jetzt mal alles erklären. Du hast eine ganz normale Anhängerkupplung hinten, was darf der ziehen? Das Maximale, was es gibt, ich glaube 3,5 Tonnen. LED hast du alles umgerüstet, sogar mit alle Scheinwerfer, alle Lampen, alles was in dem Auto drin ist, ist alles schon von modernster Elektrotechnik umgerüstet. Die Original MAN-Rückleuchten, die haben natürlich jetzt auch LED-Beleuchtung, was cool. Erstens mal die Lebensdauer lange erhält und auch die Lichtqualität wesentlich verbessert hat. Ja, du hast eine Gruppe, die heißt Wohnmobilfreunde 24 in Facebook, oder? In Facebook, ja. Genau. Da gibt es die Gruppe Wohnmobilfreunde 24, jeden, den es mal interessiert, ist eine sehr technische Gruppe. Da könnt ihr also nicht fragen, mit was kocht ihr euren Kaffee oder wie lange hält eine 11,5 Kilo Gasflasche, das können wir nicht beantworten. So Fragen werden in der Regel bei Zeiten gelöscht, so dass wir dann auch wirklich nur sachliche Kommentare eigentlich auch zulassen, wo es wirklich um das Thema Wohnmobil und Reisen geht. Ich zeige mal gerade hier unten so ein kleines Detail, das scheint eine Lichtmaschine zu sein. Das ist eine spezielle Lichtmaschine, die kommt aus dem Motorsport, die leistet insgesamt 243 Ampere. Was? 250 Ampere? Fast. Fast 250 Ampere, die wurde von der Firma Blass & Ziegler
neu gebaut, so dass wir auch die entsprechende Ladeleistung haben während dem Fahren. 12 oder 24? Das ist 12 Volt und hier oben ist die 24 Volt Lichtmaschine. Der hat zwei Systeme drin und die brauchen wir auch, die große Lichtmaschine, weil der hat jetzt 800 Ampere Lithium drin und das ist da dafür gedacht, dass die Lithiumbatterien, in einer kurzer Fahrzeit schon komplett geladen sind. Okay, das heißt also am Anfang, wenn die Batterien leer sind, dann geht der Hauptspritverbrauch in die Lichtmaschine? Die hat auch zwei Keilriemen, damit auch genug Leistung rüberkommt. Zwei Keilriemen, so. Das heißt auch, wenn einer mal kaputt gehen sollte? Dann geht der nächste dann auch kaputt, aber wir sind davon nicht abhängig. Das Fahrzeug hat ja noch zusätzlich einen Generator eingebaut. Echt? Ja. Wo denn? Kann ich dir zeigen. Zeig mal. Generatoren haben den Vorteil, man steht ja dann doch mal ganz alleine, das kann ja mal passieren. Das ist auch ein relativ neues Gerät, das haben wir vor 5 Jahren eingebaut, hat aber ganz wenig Betriebsstunden, der wird eigentlich nicht mehr gebraucht, weil wir haben das Fahrzeug ja mittlerweile, nachdem es jetzt komplett renoviert wurde, auch umgerüstet, so eine neue Solartechnik, also Hochvolt-Solar, da sind jetzt 900 Watt auf dem Dach und bei maximaler Leistung kriegen wir da auch schon 65 Ampere runter. Und wenn man steht im Winter und es scheint so ein bisschen Sonne, kommt da auch noch was rum? Der Vorteil von einer Hochvolt-Solaranlage ist ganz einfach der, dass wir auch bei wenig Licht, ich könnte mich theoretisch unter eine Laterne stellen, hätte ich schon eine Ladeleistung, also auch bei bewölktem Himmel kriegen wir da entsprechend genug Strom rüber. Das ist normalerweise, also wir haben jetzt bis heute keine Probleme gehabt, dass wir dort einen Strommangel hatten. Der Fahrtwind kommt hier rein? Das ist die Kühlung, da gibt es 4 Kühler drin, Ladeluftkühler, Wasserkühler, Getriebekühler und auch die Kühlung für diese hydraulische Anlage für den Ventilator. Der ist auch hydraulisch, der Ventilator, gell? Der Ventilator ist hydraulisch, ja. Genau, der darf nämlich nicht ausfallen und der Ventilator, der macht richtig Dampf, oder? Der macht richtig Dampf, springt aber ganz selten an, weil wir hier wirklich kein Leistungsgewicht haben. Das Auto ist also maximal in den Alpen zum Beispiel, an einer Passstraße wird der hoch belastet, so kriegen wir die Temperatur gar nicht über 80 Grad. Wenn du mal kurz unten mal aufmachst, ist er auf? Da ist jetzt im Moment geschlossen, da müsste ich den Schlüssel holen. Da war früher die Batterietechnik drin. Da stehen auch heute noch die zwei Fahrzeugbatterien drin, die 24-Volt-Batterien. Die Versorgungsbatterien für den Aufbau, die sind jetzt innen eingebaut, weil es Lithium-Batterien sind. Sind die zu sehen? Kann man da gleich mal was gucken? Ja, da müsste ich jetzt mal die Bank auseinanderbauen. Aber wir können das nachher mal drin nochmal sprechen, dann gucken wir mal. Du hast ganz schöne Deckel da drauf. Sind die Serie? Nee, die Chromfaserradkappen kriegt man überall im Zubehör zu kaufen, die Edelstahl, aber die habe ich schon lange drauf. Hier vorne, was da drin? Da ist die Elektrotechnik drin, das ist jetzt auch geschlossen. Das ist eigentlich die Fahrgestell-Bustechnik drin für das Fahrgestell, wie es von MAN original geliefert wurde. Die Lampen zum Beispiel, die sind beide übrigens jetzt schon auf Xenon, Bi-Xenon-Licht umgebaut. Das heißt, du hast einen Fernscheinwerfer, brauchen wir hier gar nicht mehr. Falls ich die abends mal anmachen und fahre auf der Autobahn, werde ich geblendet von den blauen Schildern. Also so hell sind die. Ja, das Schöne ist auch, die Optik ist, obwohl das Fahrzeug schon ein bisschen älter ist, unglaublich modern. Das heißt, das war damals wahrscheinlich der absolute Star, oder? Ja gut, man schätzt das Alter heute nicht. Nur Kenner wissen, was es für ein Auto ist. Der sieht ja heute immer noch modern aus. Ich sage jetzt immer mal, es war der Ferrari unter den Wohnmobilen. Jetzt nicht nur von der Optik her, auch von seiner Leistung her. Ja, du hast oben drauf eine interessante Saatanlage, die baut ein bisschen auf. Was kann die besonders? Die kann besonders, ist eine Megasaat Shipment, die kann auch während dem Fahren betrieben werden. Also meine Frau kann vorne im Armaturenbrett, ich auch, wenn ich will. Wir haben 2 Monitoren vorne drin. Wir können jetzt während dem Fahren Fernsehen gucken, was man natürlich, der Fahrer soll es nicht machen. Ja, was du auch nicht machst. So. Der hatte Euro 5, ich frag mal. Der hat einen Rußpartikelfilter drin und ist umgerüstet. Der hat Euro 4. Euro 4, so, da vorne ist er. Ja, du hast eine ganz große Markise. Die Besonderheit ist, du hast die Halter direkt am Mobil festgemacht. Das hält auch bei wenig Wind? Ja, das hält generell auch bei viel Wind. Wenn ich jetzt hier eine Stabilisator einbauen, also eine Rafterstange einbauen, die Markise kann nicht zurück und kann nicht vom Boden abgehängt werden, weil die ist jetzt wirklich, das sind Metallhalter und die sind auch am Metall befestigt. Da reißt nichts aus. Die sind fest von Firma. Normal nutzen wir die in gerade Stellen, damit man sich nicht immer den Kopf stößt, wenn man im Auto vorbeiläuft. Aber jetzt hier, wenn ich jetzt hier stehe und habe jetzt nichts Besonderes aufgebaut, dann nutzen wir das so, weil es relativ einfach ist. Fenster, was für Fenster hast du? Das sind natürlich isolierverglasungste Fenster, die sind jetzt verspiegelt foliert, das heißt, man kann nicht reingucken, aber man kann sehr gut rausgucken. Das sieht man auch hier an der Beifahrerseite, da ist nur die Sichtscheiben, also wo man rausgucken muss, alles andere ist verspiegelt. Cool, Alarmanlage drin? Der hat komplett alarmgesichert, aber was mal, uns wurde ja einmal diese Schiebefenster in Spanien aufgebrochen. Seitdem haben wir hier eine Bewegungsmelder drin, Alarmanlage drin und ein Glassplitterschutz ist eingebaut. Ein Glassplitterschutz, also das heißt, es ist eine Folie drin, du kannst die Scheibe zwar einschlagen, aber die fällt nicht mehr raus.
Okay, das heißt, er hat richtig Spaß damit. Er hat Ärger damit. Er ist nicht innerhalb von Minuten im Auto drin. Er braucht ein bisschen was. So, hier vorne, hinten drin, was ist da drin? Da ist eigentlich die Technik drin. Da haben wir jetzt gerade modernisiert. Da kommt jetzt noch von der Firma Aquatec ein Biolight-Filter drin. Ein Aktivkohlefilter ist schon drin. Die neue Halterung ist schon eingebaut. Und das heißt, wir sind nachher komplett viren- und bakterienfrei zu 99,90%. Wenn der Filter dann eingebaut ist. Aber da zeige ich auch noch was drüber, wenn es mal soweit ist. Das wird die nächsten Tage passieren. Druckwasserpumpe drin und du kannst wahrscheinlich dann das Grauwasser sogar benutzen als Trinkwasser, gell? Theoretisch könnte ich das Grauwasser nochmal regenerieren, aber das macht jetzt kein Mensch. Das wäre zu aufwendig, da wäre dieses Filterelement immer nach ein paar Tagen schon, müssen wir das wechseln, weil da ist auch Spülmittel drin oder Seifenlauge drin. Das würde nicht passen, macht man auch nicht, ist nicht logisch. Was ziemlich cool ist, ihr habt hier eine Hausverrohrung mit. Da ist noch alles Kupferverrohrt. Kupferverrohrt. Hier ist eine Gasheizung, das ist die Fußbodenheizung mit Steuerung. Da hinten dran gibt es noch eine Elektropatrone von der Firma Primus. Dann hat das Auto noch zusätzlichen Wärmetauscher drin, wo er praktisch das Kühlwasser vom Motor läuft hier durch und heizt damit auch komplett die Heizungsanlage bzw. den Boiler, der da oben hängt, auf. Das war damals gar nicht so billig, oder, das Fahrzeug? Das Auto hatte damals einen Neupreis, durch Zufall habe ich es erfahren, von 680.000 Mark. Und der Besitzer war vor 4 Wochen hier, der Erstbesitzer, der das Auto damals auf der Messe neu gekauft hat. Hat geweint. Hier vorne hast du ein Ausgleichsgefäß vom Fiamma dabei, das ist sehr praktisch, oder? Das ist praktisch genau wie zu Hause auch, wenn man eine Heizungsanlage ein Ausdehnungsgefäß hat. Mhm. Damit, wenn du jetzt das Wasser aufdrehst, nicht erst langsam kommt, damit es gleich immer gleich beim Druck hat. Hier ist, haben wir natürlich auch 700 Liter Frischwasser drin. Nochmal, wie viel? 700 Liter. Davon ist jetzt hier ein Tank hinten verbaut. Da gibt es noch einen Hochdruckreiniger, der ist eingebaut. Der ist dafür da. Dieser Tank ist auch dafür da, das Auto mal zu waschen, wenn es keine Gelegenheit gibt. Hochdruckreiniger hast du dann? Ja, klar. Da ist ein kleiner Kescher drin. Na klar. Mücken muss man ja abmachen können, wenn man wochenlang unterwegs ist. Auf der anderen Seite ist das ein Reservetank, falls uns der Haupttank mal leer gibt. Ja, das Auto steht oft hier jetzt auf dem Stellplatz hier in Glüsserath. Das heißt, wenn jemand mal Interesse hat, der kann ich ruhig mal ansprechen. Gerne, der darf auch mal bei uns reinkommen und kann sich das von innen mal angucken. Wie gesagt, das Auto haben wir jetzt komplett renoviert. Die Dachfläche ist komplett neu gemacht worden. Da sind insgesamt 18 Kilo EP-Füller drauf, bevor es lackiert worden ist. Und weil es halt nicht so einfach ist, es gibt kein Alufraß mehr. Also diese ganzen Sachen, die sind jetzt weg. Jetzt haben wir erledigt. Das Auto steht jetzt wirklich noch mal komplett optisch und auch technisch nochmal in einem perfekten Zustand. Wie ein Flugzeug quasi. So, es wurde regeneriert. Es wurde regeneriert, ja. So, hier vorne sieht man die Truma, die drin ist. Was für eine Truma sind da drin? Oder ist der Kühlschrank? Nein, das hier ist jetzt ein Außengasanschluss. Hier in der Klappe befinden sich dann die Anschlüsse für Elektrik, 230 Volt. Dann haben wir hier noch einen Warm- und Kaltwasseranschluss, falls man mal außen duschen will. Oh gut, so sehr, sehr schön ist auch der Eingang. Der war schon so? Der Eingang war so, der Griff ist natürlich mit, den habe ich mir aus den USA mitgebracht. Der hat die Besonderheit eben, dass er beleuchtet ist abends und ist jetzt im Moment gerade aus, aber ich kann es ja mal anmachen. Ja, wenn man was sieht. So, jetzt ist er an. Ja. Ist er blau. Ganz abends ist er schön blau, da sieht man immer, es ist jemand zu Hause. Sehr schön. Ja, wir gehen mal rein, du hast alles renoviert. Das ist jetzt der riesen Vorteil von dem Auto. Was denn? Ich habe keine Treppe außen. Also ich kann in das Auto ebenerdig rennen gehen. Zeig mal. Steht ganz einfach. Das ist natürlich abends sehr gut beleuchtet. So ich mache jetzt hier mal auf. Mal kurz mal auf. Ich zeige mal gerade. Oh, der Boden ist auch neu. Ich habe es ja mal gesehen, da war es nicht renoviert. Der ist schon ein paar Tage alt, oder? Der ist schon ein paar Tage alt. Der ist jetzt 5 Jahre alt. Hält. Hier war früher mal ein Ceranfeld drin. Ceranfeld ist das Schlimmste. Ich muss einmal kurz herum, du bist immer so schnell. Ja. Hier war früher mal ein Ceranfeld drin. Das haben wir natürlich. Das ist der größte Blödsinn, der im Wohnmobilier verbaut worden ist. Also ein normaler Gaskocher drin, der noch ein Bruchteil von dem Gasverbrauch, was ein Ceranfeld verbraucht hat, bis das Wasser gekocht hat, waren wir eigentlich schon fertig mit dem Essen. Ja, vorne, du hast eine große Küche. Ich gehe mal gerade einen Schritt zurück, wenn du mal da stehen bleibst, dass man mal sieht, das Raumgefühl. Geh noch einen Schritt zurück. Ihr habt einen Hund normalerweise, der ist im Moment ist ein Schmelz, oder? Der ist im Moment ein Schmelz, wir haben 2 Westies. 2 Westies habt ihr. Ja. So, das ist die Fernsehecke. Man hat Stehhöhe, eine ordentliche Stehhöhe, ja, gell? Genau, eine ordentliche Stehhöhe. Das ist auch etwas Besonderes, dieses klimatisierte Dach da oben, das auch wirklich die Luft im ganzen Auto gut verteilt. So, das ist ein Elektroventilator hier drin. Das ist ein normaler Dometic-Ventilator. Das ist die neue Klimaanlage, die Dometic B3200. Das ist das Größte, was Dometic eigentlich im Moment verbaut. Und das läuft auch mit unserer Elektrotechnik sehr gut. Da haben wir hier einen neuen
Kühlschrank eingebaut, das ist ein Kompressorkühlschrank, ist das Effektivste eigentlich, was es gibt. Hersteller vom Kühlschrank? Das weiß ich, ist jemand aus Italien, kriegt man aber hier in Deutschland auch in einem Seeladengeschäft zu kaufen. Ach so, ist aus der Seetechnik. Ist aus der Seetechnik, ja. Okay. So. Mach mal auf. Das ist einmal der normale Kühlschrank. Ich zeig mal gerade, du bist unglaublicher Fan von den kleinen Coca-Cola-Dosen. Ich zeig's mal gerade. Hier unten. Da trinkst du am Tag wie viel? 10? Ja, 10 bestimmt. Und das Vorteil ist halt eben, du machst sie auf, du hast immer ein frisches Coca-Cola, ist immer sehr gekühlt, steht nicht irgendwo am Tisch drauf, hast keine Insekten drin, ist gleich weg, Thema erledigt. So trinkt man Coca-Cola. Ja, es gibt auch hier bei der Fanta eine besondere Geschichte. Das ist nämlich ein Flaschenrohling, gell? Ist eigentlich ein Flaschenrohling, aber wird in Luxemburg so verkauft. Ich finde es ganz toll, passt super in den Kühlschrank rein. Kann man gar nicht meckern, dass das Ding wirklich 0,2 Liter hat oder sogar noch mehr. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Aber ich glaube 0,2 Liter, also was bei uns eine normale Flasche ist. Ne, 0,33 hat die sogar. Du bist ein lustiger Typ, ja. Du trinkst wenig Alkohol, muss man sagen. Eigentlich gar keinen. Gar keinen, gell. Ab und zu gibt es dann mal hier sowas. Was ist das? Wenn es wirklich was zum Feier, so ein fertig gemixter Cocktail. Jetzt mit halt doch mal still, die Leute wollen noch mal sehen. Cosmopolitan steht drauf, Wodka-Cocktail. Ja. Falls super. Mal was zu feiern ist, hat man immer was dabei. Oben, zeig mal oben. Oben ist es Tiefkühlfach, das ist auch sehr groß. Hast du mit fast 40 Liter. Ah, stimmt, du bist Saarländer. Da wird geschwenkt. Da wird geschwenkt, ja. So, vom Schwamm, oder? Ich kann das nicht sagen. Nein, Schwamm, Stroh, wer, Schröder, was wir alles da drin haben, Hummersrad. Was uns unser Geschmack bringt. Der Vorteil ist natürlich, wenn der Kühlschrank, der macht es richtig kalt, auch wenn es draußen mal sehr heiß ist. Das interessiert den nicht. Der geht bei plus 50 Grad immer noch so, wie als wäre nur 20 Grad draußen. Die Küche ist wie zu Hause. Das heißt, man kann auch genauso kochen hier. Fühlt sich genauso an. Fühlt sich genauso an. Wir haben jetzt hier noch die Rückwand. Man sieht ja, schön gefliest, aber es ist eigentlich ein Aufkleber, den wir selber produziert. Dann, boah, da die ist gefaked. Das sieht aber so echt aus. Das sieht aus wie ein Stein, aber das hab ich Stunden dran gesetzt, bis ich diesen 3D-Effekt da produziert hatte. Das ist cool. So, ich habe eben noch gedacht, es wäre Stein. Jetzt ohne Witz. So, das ist unser Badezimmer. Ja. Das ist auch jetzt weitgehend renoviert. Da gibt es eine neue Toilette. Warte, zeig mal. Und ein... Große Dusche. Große Dusche, also mehr wie man braucht. Wenn ich hier das Wasser aufdrehe, da kommt es auch tatsächlich raus wie zu Hause. Also kein Rinser, wie man das so kennt. Und das Gleiche ist ja auch hier. Wer sieht den Wasserstrahl? Mehr gibt es zu Hause auch nicht. Aber das kann man sich mit 700 Liter Frischwasser ganz locker leisten. Stark. Das ist halt ein großer Spiegel mit drin. Ja. Das wird jetzt auch noch alles, jetzt kommen wir ja zu der Innenausstattung. Warte, das Klo will ich noch mal kurz zeigen. Das ist neu, gell? Das ist neu, aber das ist eine altbekannte Technik. Die gibt es ja schon ewig lang von Traveller. Das sind diese bekannten Toiletten, wie sie in Amerika schon... Die hängen direkt über dem Tank, oder? Die hängen direkt über dem Tank, das fällt alles durch und wird dann durch ein neues Mittelmeer, sind alle komplett chemiefrei. Jeder, der ein bisschen Ahnung hat, weiß eigentlich, kann ich nur jedem empfehlen, Amovit. Mhm. Ist rein biologisch, da ist keine Chemie mit drin, also ach, die Kassettentoiletten kann man damit. Was ist denn der Vorteil? Im Moment habe ich gar nichts drin. Der Vorteil ist kein Geruch. Ja, gar nichts. Das nutzen die Bauern schon in Klärgruben, schon über 30 Jahre. Also Amovit. Amovit, das ist ein ganz altes Produkt. Ist teuer? Nee, das ist es ja. Das ist um wesentlich günstiger wie jegliche Chemie, die käuflich ist. Weil der 15 Kilo Eimer, der reicht jetzt, steht irgendwo sogar drauf. Ja. Für 13.000 Liter, ja, 13.000 Liter. 13.000 Liter? Nein, stopp, 15 Kubikmeter. Also 15.000 Liter. Kilo reichen für 15 Kubikmeter, kostet um die 15 Euro. 15 Euro, und das gibt es wo im Internet? Nee, im Baumarkt, Obi, in vielen Baumärkten kann man und das kriegen. Und wie viel also ist da reinzumachen? Bei so einem großen Tank wie mir, wir haben jetzt hier einen 600 Liter Tank drin, da muss man schon so zweimal Handvoll da reinkippen. Das ist eigentlich wie gelber Sand. Ich muss mal gerade auf. Ein gelber Sand. Und das wirkt wirklich. Das heißt, da riecht nichts mehr nach Pipi oder so? Da riecht gar nichts. Das ist ein Eisenoxid. Ja. Ne? Also man sieht, wenn man jetzt noch Zement dazwischen machen würde, könnte ich es zum Mauern benutzen. Ja. Und ist komplett ungiftig. Keine Lösemittel drin, gar nichts. Und es wird einfach hier in die Toilette reingemacht und fertig. Und es riecht nach was? Nach was riecht das? Nach Eisen. Nach Eisen. Rost. Wenn man nach dran Rost riecht. Oh ja, oh ja. Ne? Riecht nach Rost. Riecht nach Rost. Wer schon mal Rost und verrostetes Metall in der Hand gehabt hat, dann riecht das nachher, so ist das genau das Gleiche. Also und das macht den Bakterien-Dinger raus dann? Ja, vor allen Dingen, es schützt den Tank, die Dichtung, ich habe keine Chemie drin. Ich kann es theoretisch draußen aufmachen, kann es in die Wiese, es kommt nur noch eine schwarze Brühe raus. Also eine schwarze Flüssigkeit. Ähnlich wie schwarzer Teer, halt nur flüssiger und absolut geruchfrei. Man kann neben dran stehen, man riecht eigentlich gar nichts mehr.
Du kennst dich gut aus im Wohnmobilen, das heißt, das sind jetzt keine Tricks, keine Spezialsachen, sondern das wissen wirklich viele nicht. Das wissen viele nicht. Das ist ein Produkt, das gibt es wirklich schon über 30 Jahre und ja, Insider kennen es, wissen es auch zu schätzen und man sollte jetzt, nachdem man ja jetzt festgestellt hat, auch in diesem Jahr, es fahren so viele Wohnmobile, alle Kläranlagen sind mit diesem chemischen Zeug total überlastet und deshalb wäre es gut, wenn man da ein bisschen drauf verzichten tut. Ja, das nenne ich mal eine Barversion, ne? Da kommen wir jetzt gleich zu, was wir jetzt hier gemacht haben. Das wollte ich ja auch mal zeigen. Wir haben die komplette Elektrotechnik von dem Auto komplett erneuert. Das heißt also, hier gab es dann einen Seitenschneider, der hat alles rausgerissen. Alle Kabel, alles was mit 12 Volt zu tun hat, ist komplett weg. Mhm. Und wir haben das alle Sicherungsautomaten, Wechselrichter, alles was drin war, ist neu gemacht. Das ist alles neu verkabelt, von Grund auf, auch bis ins Armaturenbrett drin. Und das hier ist jetzt eigentlich alles, was von Winston Energy und Votronic so gibt. Wir haben auch hier von Philippi, es gibt keine Sicherung mehr, es gibt nur noch Sicherungsschalter, so wie sie im Bootsbau, also im Yachtbau auch verwendet werden. Wenn hier mal eine Sicherung rausfliegt, fliegt eigentlich nur der Schalter raus, ich drücke sie nochmal rein. Okay. Alles ist mit 10 Ampere abgesichert. Das heißt also, im Prinzip ist das wie eine Haushaltssicherung so ähnlich, oder? So ähnlich wie eine Haushaltssicherung, nur noch halt mit dem Vorteil, dass es hier auch noch mal es noch optisch sieht. Hier wird auch das Fahrgestell mit dem Kompressor, denn wir haben hier einen Zahnarztkompressor eingebaut, der regelt bei längeren Standzeiten die Luft in der Luftleitung drin vom Fahrwerk, damit das Auto auf sein Niveau hält. Hier sehe ich dann, man sieht jetzt gerade, wo der Strom herkommt. Wir haben jetzt hier von Winston Energy dieses Color Display eingebaut, was und nebendran gibt es ja noch von Color, von Winston Energy die Anzeige von dem Shunt, damit man wirklich den die Verbräuche sieht und auch was reingeht vom Strom. Jetzt im Moment haben wir 100% volle Batterien, kein Wunder bei dem Wetter. Mhm. Dann haben wir die komplette Heizungsanlage, wenn du weiter runter gehst, wo das rote Display ist. Das ist jetzt, ich brauche jetzt nicht mehr wie früher noch eine Heizung, ein Plus und Minus und Temperatur zu regeln. Die macht das komplett automatisch. Das heißt, da ist die Klimaanlage mit angeschlossen, da ist das Heizungsanlage mit angeschlossen. Wenn ich die jetzt einstelle auf 27 Grad, dann hält die 27 Grad. Ob das jetzt warm oder kalt ist, das spielt keine Rolle. Die Innenraumtemperatur wird gemessen. Und wie hast du die Möglichkeit, das warm zu machen, das Wasser, auch mit Strom? Das habe ich vier Möglichkeiten. Also einmal habe ich hier eine Gasheizung drin, zweitens mal eine Elektropatrone drin mit maximal 3 kW. Und dann gibt es hier noch die Möglichkeit, das über das Wasser zu machen, das Kühlwasser. Also während dem Fahren wird auch der Boiler bzw. das insgesamte Wasser kann ich damit erhitzen. So, ich zeige dich mal gerade, wie das, du das was du hier sitzt. Jetzt siehst. Ja, warte, ganz kurz. Ich muss dich einmal kurz zeigen, weil ja, die Leute... Das, was du jetzt hier siehst, die ganzen Bedienelemente, damit ich das alles während dem Fahren auch nutzen kann, haben wir natürlich auch im vorderen Bereich. Natürlich. Ich bin jetzt gerade hier, gerade was am Arbeiten. Ich habe jetzt gerade nochmal, dass der Generator auch von vorne, weil wir hier wollten mal ein anderes Radio einbauen, dass der Generator auch von vorne bedienbar ist. Wird das Display jetzt noch geändert. Hier sind die ganzen Sachen, alles was dazugehört, Lichtanlage. Hier kann ich die Motorsteuerung, ich kann die kompletten Klimaanlagen, der hat übrigens zwei Klimaanlagen. Mhm. Und zwar deswegen, weil das Auto eine relativ große Scheibe hat, habe ich vorne eine unheimliche Hitzeentwicklung. Mhm. Und dafür haben wir hier eine Unterfluganlage noch eingebaut von Thoma. Mhm. Und die sind an diesem Lüftungssystem, an dem Armaturenbrett angeschlossen. Weil es eine Wärmepumpe ist, kann ich die gleichzeitig auch als Heizung nutzen und kann die als Klimaanlage nutzen, weil das Auto hat serienmäßig keine Motorklimaanlage eingebaut. Also haben wir eine Thoma-Anlage eingebaut, damit der vordere Bereich hier auch klimatisiert ist. Luftfeder hat er drin? Vorher habe ich vorhin schon gesagt, Vollluftfahrwerk vorne und hinten. Automatik? Automatisch, wird einzeln gesteuert und fertig. So, das heißt auch die Fahrstufen, die werden, nee, das ist eine Handschaltung. Um Gottes Willen, kein Automat. In dem Auto macht Automatik keinen Sinn. Das Auto hat ein Sechsganggetriebe, wobei der erste und zweite Gang eigentlich von seiner Leistungsfähigkeit gar nicht benutzt wird. Also ich fahre das Auto im dritten Gang an. Muss schon ein ganz steiler Berg kommen, damit das anfahren kann. So, das hier sind Recaro-Sitze. Warte mal ganz kurz, ich sag mal gerade, das ist der Fernseher, von dem du gesprochen hast eben. Das ist der Fernseher, von dem ich gesprochen habe. Das ist aber hier, ist auch noch einer drin. Bisschen jetzt verstaubt, weil wir jetzt schon länger stehen. Da sind auch alle Systeme drin von der Kamera. Ja, also ich sehe jetzt hinten dran das Auto. Ich habe hier zwei Modis drin. Ich kann also noch, das ist jetzt das Fernsehen eigentlich. Und jetzt habe ich eine Weitsicht oder ich habe die Nahsicht hinten dran. Ne? Also ich habe zwei Kamerasysteme. Einparken und Rückspiegel, kann man sagen. Rückspiegel, ja. Das ist auch dauernd an während dem Fahren, falls man hinten mal die Plattform drauf hat mit den Rädern oder mit dem Roller, dass man sieht, dass hinten dran alles in Ordnung ist. So, zu deinen Sitzen, Recaro? Das sind Recaro-Sitze, die sind auch luftgefedert und von innen belüftet. So. Wie sich das gehört. Wie sich das gehört, rappelt dann immer das Telefon, wenn man es nicht braucht. Nicht schlimm.
Ja, Thema Drehen, ist die, die sind noch drehbar, die Sitze? Die sind natürlich drehbar, ist gar kein Problem. Mach mal. Das ist ja jetzt was noch. Moment, ich muss einmal gucken, ich drehe so oft meine Sitze nicht. So, den kann man drehen, wie man ihn braucht, geht noch weiter. Oder halt in die andere Richtung. Oder halt in die andere Richtung, ja. Ganz verstanden. Das heißt, der ist auch drehbar, aber es macht keinen Sinn. Ja. Keinen Sinn. Er kommt jetzt erst wieder. Wir werden jetzt, das Auto haben wir jetzt wirklich alles investiert. Das ist, Auto ist technisch jetzt auf dem neuesten Niveau, was es eigentlich gibt. Also alles, was das moderne Wohnmobil heute hat. Wir werden jetzt noch die komplette Innenausstattung, die werden wir noch ändern. Das heißt, diese Sitzkonstellation, so wie sie jetzt hier ist, mit diesen schräg gesellten Sitzen, das kommt weg. Hm. Die Couch hier wird um 20 cm verlängert auf der linken Seite. Und hier kommt die gleiche Couch hin wie da. Ja, da werden wir auch übrigens noch ein Video drehen. Da gibt es jemanden, der sich spezialisiert hat auf das Thema Umbau. Der Name von dem? Das ist die Firma G&S. Das sind die Polstermacher. Wo in? Die sind in Enkenbach und in Bad Schwabenheim. Ich muss jetzt gucken, wie die Adresse ist. Aber der Hauptsitz ist, glaube ich, in Enkenbach. Dort, wo eigentlich alles gemacht wird, was Polsterei. Die produzieren auch, soweit ich weiß, alles für Karthago und andere namhafte Hersteller. Mhm. So, die können das umbauen, das heißt, da kann ich mich auch hinwenden, wenn ich mal irgendwas umbauen will. Wenn du eine Stoff-Leder-Kombination haben willst, willst andere Farben drin haben, die machen das innerhalb von 2-3 Tagen. Das sind Profis, ich habe sowas eigentlich noch nicht erlebt, die machen das relativ schnell. Hier ist es jetzt natürlich der Fall, hier müssen Schreinerarbeiten gemacht werden, Holzarbeiten machen die nicht. Die haben da auch jemand dafür. Das wird vorher alles ausgebaut. Es wird, kommt eine neue Konstellation drin. Hier werde ich jetzt noch mal die Elektrotechnik verändern. Aktuell ist ein Multi Plus 3000 drin. Aber das wird jetzt umgerüstet auf ein Quattro 5000, damit wir wirklich hier noch mehr Leistung drin haben. 5 kW heißt das. Ja, 5 kW. Wechselrichter. Wechselrichter mit 5 kW und 220 Ampere Ladegerät. Und ja, das wird natürlich alles mit mindestens 150 Quadrat verkabelt. Und dann haben wir hier die wirklich alles gemacht, was überhaupt am Markt denkbar, machbar überhaupt ist. Sehr schön, ja. Du hast eine Megasaat oben drauf, haben wir schon gesagt. Ja. Wichtig ist, im Auto ist alles massiv Holz, hier rappelt nichts, hier klappert nichts. Es gibt die Verschlüsse, die sind jetzt über 20 Jahre alt. Wenn man sich das Polster anguckt, das ist ja auch über 20 Jahre alt, ist Alcantara, ein sehr guter Alcantara-Stoff und der ist eigentlich sogar noch teurer wie Leder. Aber wir haben uns jetzt entschlossen, dass wir das mit zweifarbigem Leder in beige-braun machen. Und aber dazu demnächst noch mehr. Gut, da drehen wir nochmal ein extra Video zu. Ja, wir gehen mal kurz hinten in deine Spielwiese. Denn du hast. Das ist Privatbereich, aber ein kleiner Blick ist immer gut. Ein kleiner Blick ist gut. Ich habe noch nicht aufgeräumt. So. Ich habe jetzt immer die Kisten und Kleider, was für eine Sessel drin ist, drin gemacht. Aber hier gibt es auch TV-Gerät. Ich habe ein großes Bett hier hinten, gell? Ein Bett, das ist aber auch wasserbeheizt. Wasserbeheizt? Ja, ja. Ein Wasserbett? Ja, aber nicht als Wasserbett, sondern ein wasserbeheiztes Bett. Okay, das heißt, ihr habt ja viel Platz. Wir haben viel Platz, da bleibt aber, da wird nichts geändert, weil das ist gut so, das finden wir toll. Warte, ich zeig's mal gerade hier unten, wenn du mal gerade deinen Bauch anziehst, Wolfgang. Ja. Wir kennen uns ja schon 10 Jahre. Wir kennen uns, ja. So, außerdem, du bist ja auch kein Kind von Traurigkeit. Du sagst, glaube ich, wenn jemand Schrott hat, dann sagst du das auch schon mal. Kenne ich keine Gnade, das ist so. Ich bin halt eben, weil ich jeden Tag an Wohnmobile arbeite, halt eben ein bisschen voreingenommen. Wenn ich heute jetzt sehe, dass jemand mit so einem Fiat Ducato kommt, das ist natürlich kein Auto, das man mit dem vergleichen kann. Ich meine, das Auto hat ja auch hier ein Eigengewicht und wenn man heute den Leichtbau sieht, den es heute im Markt gibt, das ist einfach was anderes als das, was man früher machen konnte. Mhm. Es gibt auch relativ wenig Leute, die heute noch einen großen Führerschein haben. Das ist ja jetzt schon das Problem, dass viele... Also du hast einen CE, oder? Genau, so. Und das ist ja jetzt schon das Problem, dass wir über die... Ja, gut, aber jetzt kommt die andere Geschichte mit den 3,5 Tonnen. Die meisten Führerschein-Neulinge, die sich da was kaufen, die sind halt eben 3,5 Tonnen, dann ist Feierabend. Und wir alle wissen heute... Dauernd überladen, so. Mhm. Kann uns nicht passieren, wir haben 15,5 Tonnen Gesamtgewicht, also ich darf mal locker noch 4 Tonnen zuladen. Also ich glaube, ich kriege kein Problem, was Gewicht angeht. Schon, ja. Gut, wir dann dürfen auch immer schön mit dem vollen Wassertank fahren. Wir wollten mal die Batterien noch mal kurz zeigen. Da hast du gesagt, das wäre ein riesen Aufwand, aber... Ja, wir machen jetzt mal die Seite auf, wo man das sieht. Das wird hier jetzt so und so geändert, weil uns das... Polster wird ja neu. Polster wird eh neu gemacht. Und das, was wir früher unten im Boden hatten, das ist jetzt heute alles im Innenraum verbaut. Und hier steht jetzt ein Pack 400 Ampere. 400 Ampere, warte mal kurz, ich gehe mal kurz rüber. Das ist von Winston, sind das in Batterietechnik. Alles mit einem sehr vernünftigen BMS-System verbaut. Da ist sicher drin, da gibt es auch keine Temperaturen oder irgendwas. Das Ganze ist auch noch in der Folge, wenn wir hier umbauen, wird das auch noch zusätzlich belüftet. Weil der Quattro sitzt ja dann hier auf der Seite drin.
Und unten ist der Hauptschalter, gell? Falls die Spannung mal zu weit absinkt. Nein, das darf man nicht sehen. Das ist ein Batterieschalter, ein sogenannter Batterieschalter, der aber programmiert ist für Lithiumbatterien. Also das heißt, der regelt die Überspannung oder die Unterspannung, der schaltet ab, dass Batterien nicht beschädigt werden. Wer sich da mal informieren will, das ist eigentlich das beste System, das es auch schon lange bewährt ist, ist von der Firma Lisun Energy. Kann man mal googeln und ich rate jedem, der sowas mal umbauen tut, soll auch das die Gerätschaften nutzen, so wie wir es jetzt hier verbaut haben. Das sieht nachher alles viel schöner aus, wenn die Bank fertig ist. Das war jetzt eine provisorische Lösung. Auch funktioniert. Die funktioniert, ja. Und Victron Energy, du hast das große Color Display hier vorne drin. Das ist wirklich sehr, sehr informativ. Du siehst alles komplett. Ja, wir gehen mal kurz raus, machen mal Abmoderation. Genau. Wolfgang, spannend. Und dann werden wir nämlich auch mal berichten über die Polstermacher G&S. Hier vorne hast du was drin und da gibt es den Umbau von einem Polster, wo wir dann mal zeigen werden. Dafür kriegen wir auch kein Geld, müssen wir dazu sagen. Das ist also ein reiner Bericht. Das ist ein reiner Bericht und das ist auch schön, dass wir es zeigen. Ich will auch damit bei mir relativ in unserer Gruppe, an der Facebook-Gruppe, die wir haben, vieles über Technik berichten und das will man hier auch mal zum Anlass nutzen, dass wir einfach mal zeigen, vorher, nachher und wie das alles das heißt. Ich bin also komplett vom Ausbau, den ich selber mache, bis hin zur Schreinerarbeit, was neu gemacht wird an Holzarbeit. Dann kommt das Auto zu der Firma G&S. Dort suchen wir uns noch einmal die Polster aus, also unsere Farben noch, was wir letztendlich uns wünschen. So, da gibt es ja verschiedene Dinge, die man lesen muss, zum Beispiel lüftete Sitze, das muss ein perforiertes Leder sein. So, und dann will ich das sehen, wie es produziert wird. Ich hoffe, du bist da auch dabei, dass man wirklich mal auch in der Fabrik selber sieht, wie die das machen und wie schnell die das machen können. Und dann wird das alles eingebaut und dann würde ich sagen, dann zeigen wir das mal. Das Endergebnis wird dann irgendwann auch mal bei dir im Kanal, im YouTube-Kanal oder beziehungsweise in unserer Gruppe zu sehen sein. Oder bei uns im Fernsehen. Ich zeige es mal gerade. G&S, die Polstermacher. Und ich bin mal gespannt, wenn die umgebaut werden, denn so nach, ich sag mal, 10, 15 Jahren, das ist ja wie zu Hause, da gibt es auch mal neue Polster, gell? Da gibt es auch mal neue Polster. Ja gut, man ist das Auto nicht dauerhaft das ganze Jahr, wobei wir jetzt schon, jetzt bedingt durch die Corona-Situation, schon sehr lange hier das Jahr hier in Flüsserath hier stehen. Und natürlich ist es mal schön, wenn man mal irgendwas anderes sieht. Und ich denke, 15 Jahre ist jetzt genug, jetzt wollen wir mal was anderes sehen. Vor allen Dingen, weil das Auto jetzt technisch wirklich fast in einem Neuzustand ist oder eigentlich sogar noch besser wie neu ist. So, ich zeig mal gerade, ich weise nochmal auf ein Wohnmobiltreffen. Dieses Jahr hat es nicht stattgefunden oder nur in einer ganz Mini-Version. Und ja, du machst einmal im Jahr machst du so ein Wohnmobiltreffen. Genau, einmal im Jahr organisiere ich das internationale Wohnmobiltreffen. Und dieses Jahr haben wir es ja ein bisschen absagen aufgrund dieser Corona-Geschichte. Nächstes Jahr steht es schon fest, ist der 3. Mai. Und jeder, der mal ein bisschen Vorinformationen haben will oder will sich jetzt schon anmelden, der sollte sich dann auf www.wohnmobiltreffen.de, kann ein paar Informationen sehen. Da sieht er auch die Galerie, was alles in den letzten Jahren so passiert ist. Also ist eines der schönsten und größten Treffen in Europa. Ja, vielen Dank, Wolfgang Horsch. Aus St. Louis, dem schönen Saarland und mit einem speziellen MAN, der Name, wie heißt das? Das ist ein MAN, AK Competition, aber ich bin nicht aus St. Louis. Doch, da steht St. Louis auf dem, nee, du bist aus Schmelz. Ich bin aus Schmelz, ja. Genau. Aus dem Tal der Liebe. Aus dem Tal der Liebe. Tschüss, Wolfgang.